zweiter Fragestunde der Mitglieder des Stadtrates. Und da darf ich, wie ich es eingangs bei der Tagesordnung schon bereits gesagt habe, die AfD als erstes bitten, ihre Frage zu stellen. Und dann gehen wir in die Fraktionsrunde mit Fraktion Die Linke als Nächsten. Herr Vetterlein, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben unmittelbaren Einfluss auf die Dresdner Wirtschaft. Die Gastronomie, zahlreiche Dienstleister, Kultur- und Freizeitbetriebe sind geschlossen und es ist nicht absehbar, wann eine Öffnung wieder erfolgen kann. Im ersten Halbjahr 2020 hat die Landeshauptstadt Dresden etwa durch die Corona-Soforthilfe oder die Kulturinseln erfolgreiche Maßnahmen initiiert, um der Dresdner Wirtschaft unter die Arme zu greifen und somit die Folgen des ersten Lockdowns zumindest partiell abzufedern. Mit dem derzeitigen Lockdown, der seit Herbst 2020 anhält, hat sich die Situation für besonders von den Maßnahmen betroffene Unternehmen gravierend verschlechtert. Nach Schätzungen verschiedener Branchenverbände sind etwa Gastronomen oder Einzelhandel akut existenziell bedroht. Die Insolvenz und Schließung vieler Angebote in Dresden wird die Folge sein. Insbesondere für die Dresdner Innenstadt ist ein hoher Leerstand und die Verweisung einstmals belebter Flächen zu befürchten. Ich bitte daher um Beantwortung folgender Fragen. Welche Maßnahmen werden durch die Landeshauptstadt Dresden aktuell konkret geplant oder angedacht, um den Betroffenen wirksam unter die Arme zu greifen oder unzureichende Unterstützungsmaßnahmen anderer Ebenen abzumildern? Und wie kann Dresden insbesondere für die Innenstadt für den Sommer 2021 Besuchsanlässe für Dresdner, Menschen aus dem Umland oder auch Touristen schaffen, um so Gastronomie, Dienstleister, Kultur- und Freizeitbetriebe zu stützen? Vielen Dank, Herr Vetterlein, für die Frage. Tatsächlich ist es so, und da auch nochmal mein herzliches Dankeschön, dass wir im Frühjahr beide Seiten, also Rat und Verwaltung, sehr eng miteinander zusammengearbeitet haben und eine ganze Reihe von Unterstützungsanträgen auf den Weg gebracht haben. Ob die jetzt von uns in häufigen Fällen der Stadtverwaltung gestellt worden sind, ob sie von Ihnen als Rat eingebracht worden sind. Gerade was die Soforthilfen angeht, hat mich natürlich damals in dem Vorschlag geprägt, die Erfahrung, die wir im Hochwasser gesammelt haben. Man muss schnell helfen, man muss schnell, ich sage mal, auch Signale setzen, dass die Hilfen auch bei den Betroffenen ankommen. Das haben wir gemacht, weil wir auch eine gewisse Erfahrung hatten, eben aus dem Hochwasser heraus und eben wissen, dass es eben manchmal dauert, dass die höheren Behörden solche Projekte in die Tat umsetzen. Ich gestehe ganz ehrlich, ich habe die Probleme jetzt im Herbst so nicht erwartet, weil ich davon ausging, dass die Behörden das, was sie im Frühjahr erprobt haben, so wie die Ankündigungen waren, als der Lockdown im Herbst kam, schnell Novemberhilfen, schnell Dezemberhilfen auch entsprechend auf den Weg bringen, so wie es versprochen war. Denn immerhin, es stand das ganz wesentliche Weihnachtsgeschäft vor der Tür, was abhandengekommen ist. Soweit ich in Gesprächen mit Vertretern der Branche, aber auch mit Wirtschaftsprüfern bin, ist man ernüchtert, wie das Thema Bürokratie die Hilfsauszahlungen deutlich verzögert und zum Teil ja noch nicht einmal einige Unternehmen Anträge stellen lässt, weil immer wieder neue Forderungen, neue Formulare kommt. Das ist bitter. Wir haben dennoch bisher, sage ich von unserer Seite, jetzt keine Hilfe auf den Weg gebracht, sondern ich hoffe da wirklich drauf, dass die Hilfe schnell kommt. Denn man muss ja sagen, das, was wir da im Frühjahr gemacht haben, war mit der Soforthilfe ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, was die finanzielle Volumina und für uns trotzdem viel Geld gewesen. Worauf wir uns konzentrieren, ist im Wesentlichen die Unterstützungen zu geben, die im Rahmen unserer städtischen Möglichkeiten geboten und möglich sind und die Sie teilweise ja bereits entweder beschlossen haben. Ich sage Verlängerung der Sondernutzungsgebühren, Befreiung für die Außengastronomie. Anderes haben Sie im Rahmen Ihrer Haushaltsbeschlüsse schon den Rahmen vorgezeichnet. Wir arbeiten im Moment daran, dass das in Vorlagentexte gegossen wird. Das sind Unterstützungen, die Sie avisiert haben, im Sinne einmal des Themas
Veranstaltungen, Events, Konzessionsgebühren, Aussetzungen und so weiter. Das sind ja Rahmen im Rahmen der Haushaltsplanung vorgezeichnet. Sie haben Mittel eingestellt, zum Beispiel für die Unterstützung für City Management. Auch hier sind wir in den Gesprächen mit dem Verein. Wie können wir die zielgenau, gerade jetzt im Bereich der Pandemiebewältigung, miteinander verwenden, sodass sie den betroffenen Unternehmen zugutekommt. Und wir sind selbstverständlich mit den Akteuren der Kultur auch hier im Gespräch. Wie können wir zu einer ähnlichen Belebung kommen, wie es im vergangenen Jahr passiert ist? Da ist auf der einen Seite Frau Klepsch mit unseren städtischen Einrichtungen im intensiven Dialog. Dann natürlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen, gerade in die Zeit, wo wieder etwas möglich ist, hinein zu verlagern. Und natürlich unsere Maßnahmen, die Sie uns an Rahmen geben, finanziell werden sich eher dann in Richtung der freien Szene auf den Weg befinden. Genauso haben Sie mit dem Thema Haushalt ja auch ein Budget vorgesehen und auch da lauten die Vorbereitung eine sogenannte, ich nenne es mal Restart-Kampagne, dann marketingtechnisch vorzubereiten und auf den Weg zu bringen, sodass wir alle Kraft darauf setzen, ähnlich wie es uns im vergangenen Jahr gelungen ist, wieder recht schnell in ein geschäftsträchtiges Innenstadterleben und auch touristisches Leben hineinzukommen. Und da werden wir in den nächsten Wochen auch mit weiteren Vorlagen in der Untersetzung kommen. Und ich hoffe, dass wir auch dann die Möglichkeiten haben, das natürlich in die Tat umsetzen zu können. Vielen Dank. Ich habe keine Nachfrage, aber eine Ergänzung dennoch. Ich würde anregen wollen und darum bitten, dass wir in Zukunft gemeinsam als Stadtrat versuchen sollten, der Wirtschaft dort unter die Arme zu greifen. Und ich würde darum bitten, dass einzelne Fraktionen dort ihre Blockadehaltung auch aufgeben, dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen für die Dresdner Wirtschaft und somit für die Dresdnerinnen und Dresdner. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit der nächsten Frage. Fraktion Die Linke, Frau Apel, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, vor 2 Wochen kündigte die Dresdner Bauhaus AG kurzfristig Probenräume in Klotscher zur Wetterwarte 60. Davon betroffen waren und sind 75 Bands und 4 Künstlerateliers und damit verbunden etwa 280 Personen. Nun haben sich die Betroffenen an verschiedene Stadträte und an die Kulturbürgermeisterin gewandt und ich bitte Sie um die Beantwortung folgender Frage. Was wurde von Seiten der Stadtverwaltung in den 2 Wochen getan, um die Künstlerinnen und Künstler in dieser schwierigen Situation zu unterstützen? Die Beantwortung übernimmt Frau Bürgermeisterin Klepsch. Ja, Frau Apel, meine Damen und Herren, in der Tat wurde ich durch mehrere Betroffene verschiedener Bands am besagten Wochenende von der Kündigung der Bandprobenräume informiert und um Unterstützung gebeten. Und infolgedessen habe ich bereits in der vergangenen Woche sowohl mit dem Eigentümer der Dresdner Bauhaus AG als auch mit den Betroffenen, die sich an mich gewandt haben, telefoniert, um mir zunächst ein Bild von der Situation zu verschaffen und um auch zu erfahren, inwieweit eine Weiternutzung der Räumlichkeiten durch die Bands über das Kündigungsdatum hinaus möglich ist. Laut Eigentümer ist ein dauerhafter Verbleib der Bands in den bisherigen Räumlichkeiten nicht möglich, da das Objekt saniert und anschließend anderweitig wirtschaftlich vermietet werden soll. Es handelt sich ja um eine unsanierte ehemalige Kaserne. Der Eigentümer signalisierte jedoch Gesprächsbereitschaft für eine weitere befristete Nutzung über den Kündigungstermin hinaus. Und das Gespräch wird gemeinsam mit 6 Vertreterinnen der Bands und Künstler bereits am kommenden Montag im Rahmen einer Videokonferenz stattfinden. Parallel dazu habe ich bei mehreren städtischen Beteiligungen angefragt, ob kurzfristig Ausweichobjekte zur Verfügung gestellt werden können. Seitens der Sachsenenergie, ehemals Trewag, wurden diesbezüglich erste Vorschläge unterbreitet, die zwischenzeitlich auch von den Bands in Augenschein genommen wurden. Allerdings sind auch diese Räume nur als Zwischennutzung bis Ende des Jahres nutzbar. Ein weiteres Angebot eines privaten Vermieters im Industriegelände wird derzeit von den Bands geprüft. Eine Überprüfung der städtischen Immobilien seitens des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung ergab,
dass sich im eigenen Gebäudebestand der Landeshauptstadt keine Objekte befinden, die kurzfristig zur Vermietung an MusikerInnen und KünstlerInnen geeignet sind. Der in der Verwaltung des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung befindliche Gebäudebestand ist entweder bereits vollständig vermietet, ungeeignet aufgrund brandschutzrechtlicher oder sonstiger baulicher Mängel oder nicht verwendbar bzw. nicht nutzbar wegen der zu erwartenden Lärmemissionen, zum Beispiel Lage in einem Wohngebiet. Die Prüfung des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung wurde noch nicht vollständig abgeschlossen. Es wird weiter kritisch geprüft, ob gegebenenfalls Objekte mit geringen baulichen Maßnahmen verändert und zur Vermietung an MusikerInnen und KünstlerInnen zur Verfügung gestellt werden können. Ich habe noch eine Nachfrage. Erstmal vielen Dank für die vielen Dinge, die schon eingeleitet wurden in dieser kurzen Zeit. Gibt es denn eine langfristige Perspektive für die Künstler und Künstlerinnen hier in Dresden? Ich meine, es ist eine räumliche Perspektive. Naja, nicht zuletzt im Kulturentwicklungsplan der Stadt von 2020, den Sie als Stadtrat im Dezember beschlossen hatten, wird die Frage von Proberäumen und Ateliers thematisiert. Ich zitiere: Schattenseite des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Entstehung vieler neuer Arbeitsplätze sind Gentrifizierungsprozesse in einigen Stadtteilen. Die Gentrifizierung wird unter anderem durch ansteigende Immobilienpreise aufgrund einer verstärkten Nachfrage ausgelöst. Davon sind Wohnungsvermietungen ebenso betroffen wie für Kunst und Kultur benötigte Arbeitsräume. Infolgedessen findet in attraktiven Stadtvierteln ein Verdrängungswettbewerb statt, in dem vor allem weniger zahlungskräftige Akteure unterliegen. Angetrieben wird die Gentrifizierung dabei nicht nur durch das Bevölkerungswachstum, sondern auch durch erhebliche Investitionen von global agierenden Akteuren in den Immobilienmarkt. Dringend ist ein Konzept erforderlich, um den zunehmenden Mangel an Proben- und Produktionsräumen für freie Musikensembles aller Art zu begegnen. Das Konzept soll unter Einbeziehung der städtischen Infrastruktur und unter maßgeblichen Beteiligung der Akteure umgesetzt werden. Ein stärkeres Zusammengehen mit dem Amt für Wirtschaftsförderung ist erforderlich, soweit der Kulturentwicklungsplan. Und mit den betroffenen MusikerInnen und Bands ist jetzt besprochen, auch in einer weiteren Videokonferenz im Frühjahr zusammenzukommen mit verschiedenen Fachämtern, der Wirtschaftsförderung, dem Kulturamt, der Kreativraumförderung etc., um dort nochmal auch über Strategien zu sprechen, wie Proberäume beispielsweise bereitgestellt werden können. Vielen Dank. So, dann setzen wir fort mit der SPD-Fraktion. Herr Dries. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich darauf geeinigt, das Tragen von medizinischen Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel verpflichtend zu machen. Das stellt viele Menschen vor die Herausforderung, sich entsprechende Masken neu zuzulegen. Gerade mit Blick auf die besonders sicheren FFP2-Masken ist dies vor allem für einkommensschwache Menschen auch eine finanzielle Herausforderung. Im Frühjahr letzten Jahres haben Sie in Reaktion auf die Einführung der Maskenpflicht eine städtische Verteilaktion initiiert. Dazu meine Frage: Plant die Stadtverwaltung einkommensschwache Menschen, beispielsweise gekoppelt an den Dresdenpass oder den Bezug von Sozialleistungen, bei der Anschaffung von medizinischen Masken, insbesondere den sicheren FFP2-Masken, zu unterstützen? Und gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zu der Frage aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage, dass es ja von Bundesebene jetzt eine Unterstützung für Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV geben soll. Da noch den Hinweis, dass ja unser Dresdenpass noch ein breiteres Publikum als nur die LeistungsempfängerInnen von ALG II umfasst. Insofern bleibt, glaube ich, die Frage trotz allem bestehen. Die Beantwortung übernimmt Frau Kollegin Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Stadtrat Drews, für Ihre Anfrage. Die von Ihnen thematisierte Problemlage, die beschäftigt nicht nur uns in Dresden, sondern eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die einen schmalen Taler haben. Und die Frage, woher bekomme ich eine FFP2, eine Filtering Face Piece Maske, und wer bezahlt sie mir, das hatten Sie gerade dargestellt, ist vor wenigen Minuten seitens des Bundesgesundheitsministers und des Bundesarbeitsministers dahingehend beantwortet worden, dass über die Krankenkassen innerhalb der nächsten 2-3 Wochen
Schreiben an Einkommensschwächere verfasst werden und über die Krankenkassen dann in den Apotheken die entsprechenden Masken abgeholt werden. Unabhängig dieser Information, meinerseits die Information, dass schon ein größerer Teil der Bürgerinnen und Bürger in der ersten Aktion als über 60-jährige und vorerkrankte Menschen FFP2-Masken erhalten haben, hiervon profitieren konnten. Wir haben etwa ein Drittel bis 40% aller Bürgerinnen und Bürger, die eben genau unter diese Kategorie fallen. Wir haben des Weiteren bisher keine Rechtsmöglichkeit, Masken ohne Probleme als kommunale Ebene auszugeben. Aber wir haben natürlich auch innerhalb des letzten Jahres sehr, sehr große Unterstützungs- und Hilfsleistungen erhalten, auch teilweise seitens des Freistaates, sodass wir auch innerhalb der letzten Wochen Schutzmasken und hier die KN95 in sehr großer Zahl an Begegnungs-, an Beratungsangebote, an Institutionen dieser Stadt gegeben haben. Auch das Jobcenter gibt seit vielen Monaten, seit dem Sommer, Masken an Kundinnen und Kunden und damit an Bedarfsgemeinschaften aus. Insofern werden wir jetzt auch weiterhin Masken, die keine FFP2, aber gleichwertige OP-Masken sind, die noch in unserem Besitz sind, an Einrichtungen geben und damit eben auch an Bedürftige dieser Stadt kurzfristig zur Überbrückung übergeben. Die Information auf der Bundesebene verstehe ich dergestalt, dass nicht nur SGB II und damit Grundsicherungsempfangende, sondern eben auch andersweitig soziale Dienstleistungen Empfangende und damit Asylsuchende, Wohngeldempfangende und damit eher in schwierigen Einkommensverhältnissen lebende Menschen ebenfalls von dieser Lieferung profitieren können. Nur so ist die Zahl 5 Millionen dann auch aufrechenbar. Vielen Dank für die Antwort. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nächste Woche Dienstag im stattfindenden Sozialausschuss da irgendwie noch mal kurz drüber reden können, vielleicht auch eine Aufstellung kriegen, wo vielleicht noch Lücken bestehen in der Versorgung von Menschen, die im Sozialleistungsbezug welcher Art und Weise auch immer sind, damit wir dort tatsächlich niemanden vergessen. Dankeschön. Das sage ich Ihnen gern zu. So, dann kommen wir zur nächsten fragenden Fraktion, der FDP-Fraktion, Herr Hase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in der Landeshauptstadt Dresden gibt es trotz aller Bemühungen der letzten Jahre noch immer Orte der NS-Verfolgungsgeschichte, die kaum wahrgenommen werden und im wahrsten Sinne des Wortes zu Leerstellen gehören. Dazu gehört das ehemalige Judenlager Hellerberge, das nach seiner Räumung im März 1943 die inhaftierten Juden transportierte man nach Auschwitz ab unter einem Lager Kiesgrube als Entbindungsheim für Kinder von Zwangsarbeiterinnen weiter genutzt wurde. Über 200 Kleinkinder verstarben dort bis Kriegsende an bewusster Mangelversorgung. Die Bemühungen, diesen Erinnerungsort aus dem Dunkel der Geschichte hervorzuholen und das dortige Geschehen angemessen zu würdigen, treten seit Jahren leider auf der Stelle. Zwar hat die Stadt zwischenzeitlich die verschiedenen Grundstücke, auf denen sich das ehemalige Lagergelände befindet, erworben. Was aber noch immer fehlt, ist eine inhaltliche Konzeption zur Gestaltung und künftigen Nutzung dieses Erinnerungsortes. Bisher gibt es lediglich eine leicht zu übersehende Informationstafel an der Einfahrt zum Hammerweg ohne räumlichen Bezug zu dem eigentlichen Lagergelände. Die Geschichte des Entbindungsheimes wird dort noch gar nicht gewürdigt. Nun meine Fragen. Wie ist der aktuelle Sachstand zur inhaltlichen Ausgestaltung des Erinnerungsortes Judenlager Hellerberge bzw. Entbindungsheim Lager Kiesgrube? Wie soll der Ort künftig für Besucher und Besucher erschlossen werden und welche Überlegungen gibt es zur Zeichensetzung vor Ort? Welche Informationsmöglichkeiten zur Lagergeschichte wird es geben? Auch hier übernimmt die zweite Bürgermeisterin, Frau Klepsch, die Beantwortung. Genau. Sehr geehrter Herr Hase, meine Damen und Herren, die bisherigen Informationsmöglichkeiten, die Sie ja bereits geschildert haben für den Standort, werden auch seitens der Stadtverwaltung als unzureichend betrachtet.
Seit 2004 wurden die sogenannten Denkzeichen im Stadtraum angebracht und damit erinnert bisher die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und die Bildungs- und Begegnungsstätte Hatikva zusammen mit der Landeshauptstadt und der Stiftung Sächsische Gedenkstätten an die Verfolgung jüdischer EinwohnerInnen in Dresden. Auf die Lagergeschichte selbst weist ein Schaukasten an der Haltestelle Radeberger Straße, Ecke Hechtstraße, St. Pauli-Friedhof hin. Weitere Denkzeichen befinden sich unter anderem am Gebäude des ehemaligen Göhlewerks der Zeiss Ikon AG in Pieschen und am Polizeipräsidium. Das Grundstück auf dem Areal des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers Hellerberg wurde von der Landeshauptstadt Dresden in Federführung des Geschäftsbereichs Umwelt und Kommunalwirtschaft im Kontext einer Ausgleichsmaßnahme angekauft und beräumt. Nun gilt es, diesen Ort in einen geografischen Zusammenhang zu den angesprochenen Arealen zu stellen. Zur Ausgestaltung eines potenziellen Gedenk- und Memorialkomplexes Dresdner Norden sollten bereits bestehende Erfahrungen und Ergebnisse herangezogen werden. Für das Jahr 2021 ist deshalb für die weitere Konzeptentwicklung für den Gedenkort Hellerberg ein Ideenwettbewerb vorgesehen. Diesen bereitet das Amt für Kultur und Denkmalschutz aktuell vor. Die Einbindung der Hinterbliebenen und Nachkommen und zivilgesellschaftlicher Akteure sollte in ein entsprechendes Konzept mit einfließen. Und meine Damen und Herren, um ein erstes Zeichen für die notwendige Entwicklung des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers Hellerberg als Gedenkort zu setzen, haben am gestrigen Internationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus die beiden Beigeordneten für Umwelt und für Kultur, Frau Bürgermeisterin Jenig und ich, mit der Niederlegung von Blumengebinden auf dem Gelände der Opfer gedacht. Zu Ihrer zweiten Frage, Herr Haase, kann ich Ihnen versichern, es steht außer Frage, dass die gegenwärtig bruchstückhafte und heterogene Erinnerungslandschaft in ihrem Wildwuchs das Interesse an einer reflektierten Erinnerung an Gewalt, Zwangsarbeit und Deportation auf Dauer nicht angemessen befriedigen kann. Und kurzfristig ist die Planung und Umsetzung einer Zuwägung zu den letzten Barkenstellen auf Höhe der Lauterbacher Straße vorstellbar. Das wäre eine Maßnahme dann des Geschäftsbereichs Umwelt. Ebenso wäre zu prüfen, ob an geeigneten Orten virtuelle Rekonstruktion der Barackenanlagen oder künstlerische Projekte realisiert werden können. Darüber sind die Geschäftsbereiche Umwelt und Kommunalwirtschaft sowie Kultur und Tourismus miteinander in Abstimmung. Vielen Dank. Achso, ein letzter Punkt, Entschuldigung. Abschließend, wir kommen noch zum Geld, abschließend aber darauf hinzuweisen, dass aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Landeshauptstadt und der Vielzahl ebenfalls nicht berücksichtigter Mehrbedarfe für eine entsprechende Ausgestaltung dieses Erinnerungskomplexes Dresdner Norden gegenwärtig keine finanziellen Mittel für die Umsetzung etatisiert sind. Diese wären dann im nächsten Doppelhaushalt mittelfristig vorzusehen. Vielen Dank. Damit setzen wir fort mit der nächsten Fraktion, Freie Wähler, Herr Hannig. Vielen Dank für die Gelegenheit, Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich muss einen einleitenden Satz loswerden, weil ich möchte eine Frage stellen zu einer Pflichtaufgabe der Kommune, über die wir sehr selten reden, nämlich zum Thema Feuerwehr. Der Herr Kollege Göhler und ich sind die Einzigen, die das so aus dem inneren Bereich manchmal sehen. Feuerwehr funktioniert in der Regel, das Blaulicht geht, wenn es brennt, passiert das auch alles so, wie es soll. Wir erfahren aber relativ wenig, weil natürlich das Brandschutz- und Katastrophenschutzamt als Einrichtung der Landeshauptstadt und der Bürgermeister Sittel als dafür zuständiges Ressort in der Regel uns nicht über Details informieren und die Feuerwehrleute, die in einem besonderen Rechtsverhältnis stehen, Kritik nicht öffentlich äußern dürfen und sollen. Es klappt ja auch alles. Nun aber gibt es Ansatz, darüber zu sprechen, dass etwas nicht klappt. Und das will ich Ihnen mit einem Satz kurz erklären. Es gibt zwei Punkte, über die wir gleich reden und auf die sich meine Frage bezieht. Zum einen klagen Feuerwehrleute immer mal wieder, auch wenn wir es offiziell bisher nicht gesagt haben, darüber, dass es Rettungsmittel gibt, die wir im Stadtrat bewilligt haben, teure RTWs, also Transportfahrzeuge, Krankentransportfahrzeuge, Rettungswagen, die nicht besetzt werden können. Man versteht es nicht recht. Ich komme gleich darauf, was wir da jetzt fragen müssen. Zum anderen
gibt es immer wieder Berichte von Feuerwehrleuten, dass in der integrierten Feuerwehrleitdienst- und Rettungsstelle nicht alles so funktioniert, wie es sein sollte. Was ist das? Und deswegen meine Vorbemerkung, weil ich davon ausgehe, dass außer Herrn Göhler und mir die wenigsten von Ihnen wissen, wie das funktioniert. Wir haben eine topmoderne Leitstelle, die für die Landeshauptstadt Dresden und für die drei angrenzenden Landkreise alle Notrufe über die 112 annimmt und auch die Krankentransportfahrten organisiert. Das ist ein erheblicher Aufwand, der dort betrieben wird. Und diese Leitstelle ist also rund um die Uhr besetzt und hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und nun zu meiner Frage. Es ergibt sich nämlich aus einer Beschlusskontrolle und aus einer Randnotiz, dass vielleicht doch nicht alles so top ist bei der Feuerwehr, wie wir das gerne glauben würden, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. In zwei aktuellen Beschlusskontrollen zum Rettungsdienstbereichsplan 2020 bis 2026 für den Rettungsdienstbereitschaft der Landeshauptstadt Dresden und zum Brandschutzbedarfsplan der Landeshauptstadt ist von Personalmangel bei der Berufsfeuerwehr zu lesen. Infolge dieses Personalmangels kam und kommt es zur verzögerten Übernahme von Rettungsmitteln durch die Berufsfeuerwehr und zur Einschränkung bei der Arbeit der integrierten Rettungsleitstelle, die nicht nur für die Landeshauptstadt Dresden, sondern auch für die Landkreise Sächsische Schweiz, Osterzgebirge und Meißen zuständig ist. Die integrierte Regionalleitstelle Dresden ist damit die erste Anlaufstelle für Hilfeersuchen von etwa 1,1 Millionen Bürgern. In der Dresdner Leitstelle gehen alle Notrufe 112 für Feuerwehr und Notfallrettung sowie für Anforderungen des Krankentransports und des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes ein. Es ist von absolut zentraler Bedeutung, dass diese Leitstelle jederzeit zu 100% einsatzbereit ist, da davon unmittelbar das Leben von Menschen abhängt. In der Beschlusskontrolle vom 25. Januar 2021 ist jedoch zu lesen, und das gibt uns sehr zu denken, das Ziel, 95% aller Notrufe innerhalb von 15 Sekunden anzunehmen, und ich ergänze, es ist kein Ziel, sondern eine gesetzliche Verpflichtung, kann derzeit nicht gehalten werden. Die aktuellen Zahlen liegen lediglich bei 90% und haben sich gegen Ende des Jahres 2020 verschlechtert. Das ist maßgeblich auf das erhöhte Infektionsgeschehen im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Eine ähnliche Aussage findet sich bereits in der vorhergehenden Beschlusskontrolle vom Juni 2019. Das Problem ist demnach seit mindestens anderthalb Jahren bekannt und in beiden Beschlusskontrollen weist Bürgermeister Sittel von einem möglichen Organisationsverschulden hin. In diesem Zusammenhang also folgende Fragen. Warum wurden bisher nicht die notwendigen Stellen geschaffen und besetzt, die zur Umsetzung der zentralen Pflichtaufgabe Rettungsdienst und Brandschutz notwendig sind, obwohl die Finanzierung durch Dritte gewährleistet ist? Wer trägt die Verantwortung dafür, dass der mit dem Haupt- und Personalamt abgestimmte fachlich erforderliche Stellenaufwuchs bisher nicht umgesetzt wurde? Und drittens natürlich, wann werden diese Stellen denn nun endlich besetzt? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Dr. Lames. Ja, und das sehr gerne, weil es in der Tat wichtig ist, über diese Themen zu reden und sie auch so zu behandeln, wie sie sich darstellen. Ich fange mal an mit der Personalsituation. Die Stellensituation in der integrierten Rettungsleitstelle. Dort wurden zum 1. Januar 2019, also letzter Doppelhaushalt, 5 Stellen mit 5 Arbeitskraftanteilen, also VZE, geschaffen. Dieser Bedarf ist ermittelt worden aus den Fallzahlen des Jahres 2017 und den Personalausfällen, die es bis dahin gegeben hat. Ende 2019 hat sich dann ein höherer Stellenbedarf abgezeichnet. Der ist dann auch untersucht und quantifiziert worden. Also zunächst waren 7 Stellen, dann 9 Stellen, letztlich sind es 10 Stellen, von denen dort die Rede ist, und zwar in Übereinstimmung mit dem Geschäftsbereich 3, den ich ja heute auch vertrete in der Sitzung, und dem Haupt- und Personalamt aus dem Geschäftsbereich 1. Also Stellenbedarf fachlich befürwortet von 10 Stellen. Ihnen ist bekannt, dass in der Haushaltsaufstellung zuletzt die Entscheidung des Stadtrates am 17.12.2020, aber auch der Verwaltungsentwurf, aufgrund der derzeitigen Situation im Stellenplan keine weiteren Stellen geschaffen worden sind. Deswegen kann dem Amt auch keine Stelle unmittelbar zugewiesen werden. Was wir machen, sage ich dann später. Wir sind nicht untätig. Zum Zweiten, zum Einsatzdienst. Dort wurden zum 1. Januar 2020 im laufenden Haushaltsvollzug
37 zusätzliche Stellen geschaffen. Diese sollten, das war die Bedarfsermittlung, den gesamten zum damaligen Zeitpunkt geplanten Aufwuchs an Rettungsmitteln und Rettungsdienstfunktionen abdecken. Grundlage war die Stellenbemessung des Jahres 2018. Parallel dazu wurde der Rettungsdienstbereichsplan 2020 bis 2026 erarbeitet. Die zeitliche Verteilung des Aufwuchses an Rettungsmitteln und eine weitere Aufstockung lagen damit der Stellenbemessung noch nicht zugrunde. Letztlich wurden im Jahre 2020 nur zwei Rettungsmittel mit vier Funktionen, also Herr Hanig, da wissen Sie möglicherweise besser, was mit Funktionen jetzt gemeint ist, aber die zugewiesenen Dienste und Bereiche, die man dort wahrnehmen muss mit dem Rettungsmittel, also nur zwei Rettungsmittel in Dienst genommen. Dafür waren rund 19 Stellen erforderlich. Es wären danach für 2021 und 2022 noch 17,5 Stellen verfügbar gewesen und noch 3,7 für andere Funktionen. Die Stellenbemessung im Laufe des Jahres 2020 ergab jedoch aufgrund eines Anstieges an Personalausfällen einen höheren Faktor von Personal, den man für die Abdeckung der Funktion benötigt. Dadurch wurden die zur Verfügung stehenden Stellen aufgebraucht. Standen sie nicht mehr zur Verfügung. Deshalb ergibt sich ein aus organisatorischer Sicht bestehender Stellenmehrbedarf von 28,56 VZE. Bemerkung dazu am Rande, organisatorisch befürworteter Stellenbedarf, wir haben es Ihnen ausgewiesen, im gesamten Plan sind über die gesamte Stadtverwaltung sind 246 VZE. Jetzt fragen Sie nach der Verantwortung. Dazu sage ich mal ganz allgemein und aus langjähriger Erfahrung in diesem Hause an verschiedenen Stellen. Das, was gelingt, das schafft man gemeinsam. Und ich denke, man trägt auch die Verantwortung für das, was noch nicht gelungen ist, auch gemeinsam. Es kommt hier noch etwas weiteres dazu, dass nämlich die Bewerbersituation für die fachlichen Anforderungen dieser Stellen ausgesprochen schlecht ist. Auch dazu gibt es Erfahrungen. Das heißt, es ist oftmals auch nicht gelungen, das genügend qualifizierte Personal zu gewinnen, dass wir uns erheblich anstrengen in der Ausbildung von eigenem Personal auch. Das ist Ihnen bekannt und können wir gerne an anderer Stelle auch noch mal darlegen. Dann fragen Sie nach den Perspektiven der Besetzung dieser Stellen. Dazu kann ich sagen, dass die Arbeitsfähigkeit im Brand- und Katastrophenschutzamt und in der Feuerwehr grundsätzlich abgesichert ist. Die eingerichteten Stellen werden im Rotationsverfahren aus dem Feuerwehrtechnischen Einsatzdienst auch besetzt, um die Funktionsfähigkeit jederzeit zu gewährleisten. Das ist natürlich mit einer Belastung der dort Beschäftigten verbunden. Dennoch bleibt es, und das ist vollkommen unstreitig, eine zwingende Aufgabe, den fachlich erforderlichen Stellenaufwuchs umzusetzen. Das ist ein laufender Prozess, der die Landeshauptstadt Dresden in besonderer Weise fordert, besonders was die Bereitstellung des qualifizierten Personals angeht. Was machen wir zurzeit? Nochmalige Überarbeitung und Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes für den Zeitraum 2022 bis 2028, gerade auch im Hinblick auf den effizienten, möglichen und leistbaren Ressourceneinsatz. Dazu gibt es auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Geschäftsbereichen, für die ich hier sitze. Zurzeit wird die rotierende Besetzung der Stellen und Funktionen auch bleiben müssen, bis ausreichend qualifiziertes Personal eingesetzt werden kann. Im Übrigen besteht die Möglichkeit, durch Umwidmung bestehender und nicht besetzter Stellen sowie durch Nutzung eines ja vom Stadtrat eingerichteten Pools von 100 Stellen zusätzliche Personalkapazitäten zu schaffen. Dazu
befindet sich derzeit eine Lösung in der Abstimmung verwaltungsintern. Vielen Dank, Herr Beigeordneter. Ich habe dazu eine Nachfrage. Zunächst natürlich bin ich froh darüber, dass das Problem angegangen wird. Wir hatten viele Brände in den letzten Wochen und wir brauchen die Feuerwehr. Da sind wir uns einig. Die Nachfrage, habe ich Sie richtig verstanden, dass die sogenannten, entschuldigen Sie, dass ich den Begriff verwende, haushaltsbeschließenden Fraktionen auch in dem letzten Monat beschlossenen Haushalt diese 28 Stellen, sagten Sie, nicht eingestellt haben? Also dass diese nicht im Haushalt drin sind, sondern intern verschoben werden müssen? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, jetzt wollen Sie mich zu einer Wertung veranlassen. Herr Hannig, ich frage zurück, wo war Ihr Ersetzungsantrag und Ihr Kostendeckungsvorschlag? Wir setzen fort mit der nächsten Frage in den Fraktionen. Erlauben Sie die Frage, die Sie gestellt haben, zu beantworten. Die Freien Wähler und die AfD wurden zu den Haushaltsberatungen nicht eingeladen. Doch. Jeder ist eingeladen gewesen hier im Stadtrat zur Haushaltsberatung, eingebracht von mir im September in den Stadtrat und dann in den Ausschüssen behandelt und auch im Stadtrat beschlossen. Und insofern ist jeder eingeladen zur Haushaltsberatung. Natürlich, selbstverständlich. So, wir kommen damit zur nächsten Frage in den Fraktionen. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Mühler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 6. und 7. Februar plant die AfD eine Aufstellungsversammlung hier in der Dresdner Messe mit voraussichtlich mehreren 100 TeilnehmerInnen aus ganz Sachsen. Bisher gab es dazu, wie Sie vorhin schon, wie mein Kollege Herr Schmelich schon erwähnte, unterschiedliche Aussagen im Ältestenrat, im Gesundheitsausschuss, auch in der Presse zu vernehmen, dazu, ob für diese Veranstaltung ein Hygienekonzept notwendig ist und wie das dem Gesundheitsamt vorgelegt werden muss und wer das überwacht. Nach der neuen, ab heute gültigen Corona-Schutzverordnung ist ausdrücklich auch für Parteiversammlungen ein Hygienekonzept notwendig, das durch das Gesundheitsamt vorab und auch während der Einhaltung überwacht werden kann. Nun haben Sie vorhin bereits gesagt, dass es ein Hygienekonzept gibt und auch ein Konzept zur Überwachung. Das begrüßen wir ausdrücklich. Ich möchte dennoch fragen, erstens, wann wurde die Entscheidung dafür getroffen, jetzt ein Hygienekonzept anzufordern und es auch zu überwachen? Und wie wurde dabei das Gesundheitsamt eingebunden? Und zweitens, welche Maßnahmen ergreift die Landeshauptstadt Dresden darüber als Gesellschafterin der Messe oder auch als zuständige Infektionsschutzbehörde darüber hinaus zur Gefahrenvermeidung und für den sicheren Betrieb des Impfzentrums hier in der Messe? Wie schon avisiert, übernimmt die zweite Bürgermeisterin, Frau Klepsch, die Beantwortung. So ist es. Frau Mühler, wie Sie bereits festgestellt haben, sind auch nach der seit heute geltenden neuen Corona-Schutzverordnung für den Freistaat Sachsen Nominierungsveranstaltungen von Parteien, Wählervereinigungen und auch Versammlungen von rechtsfähigen Gesellschaften zulässig. Und was die Messe selber betrifft, so hat die Messe Dresden natürlich ein durch das Gesundheitsamt genehmigtes Hygienekonzept, das zwangsläufig auch Bestandteil der Verträge mit Dritten, also mit Mietern, ist. Im Veranstaltungsvertrag sind deshalb einzelne Anlagen, die Anlage 6, Abgrenzung von Verantwortlichkeiten, und die Anlage 8, besondere Vereinbarungen zur Covid-19, enthalten. In der erstgenannten Anlage wird in Punkt 10 geregelt, dass der Veranstalter, wenn er davon abweicht oder aufgrund der aktuellen sächsischen Corona-Schutzverordnung explizit zwingend ein eigenes Hygienekonzept erstellen muss, eine separate Genehmigung, Zustimmung des Gesundheitsamtes bzw. Ordnungsamtes einholen muss. Im konkreten Fall wurde dieses durch die Mieter am 15. Januar dem Ordnungsamt vorgelegt. Darüber hinaus wird die Anlage 6 des Vertrages mit dem Mieter eingeleitet mit, ich zitiere, konkrete Inhalte, die Abstimmung der konkreten Inhalte des Schutz- und Hygienekonzeptes für einzelne Veranstaltungen und deren Abstimmung mit den örtlich zuständigen Behörden ist vom Veranstalter zu veranlassen. In Anlage 8 wird geregelt, in welchen Fällen die Parteien zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt sind, in dem zufolge also auch die Messe. Dort heißt es unter anderem,
Die Vertragsparteien sind unabhängig vom Vorliegen eines Verbots berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn eine offizielle Empfehlung des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes vorliegt, auf die Durchführung von Veranstaltungen in der geplanten Größe weiterhin zu verzichten. Das ist aktuell aber nicht der Fall. Sie hatten noch eine Nachfrage, oder? Ja, die hatte ich aber jetzt schon gestellt, also welche Maßnahmen die Landeshauptstadt Dresden darüber hinaus ergreift. Ich hatte es jetzt angesichts der aktuellen Entwicklung bis zu den Ihnen vorliegenden schriftlichen Anfragen umformuliert. Ich habe jetzt leider nicht verstanden, was Sie gesagt haben aufgrund der Maske, aber ich würde Ihnen vortragen, was wir noch auf die Frage 2 antworten. Das ist vielleicht für alle interessant. Meine Damen und Herren, es wird also während der Durchführung der Veranstaltung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine harte räumliche Trennung zwischen den beiden Veranstaltungsorten Impfzentrum, Parteitag geben. Impfzentrum in Halle 4 und Parteitag in Halle 1. Für die Übergänge sind zusätzliche Sicherheitskräfte im Einsatz, sodass keine Vermischung der jeweiligen Teilnehmer stattfinden kann. Darüber hinaus wird das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Dresden mit dem gemeindlichen Vollzugsdienst vor Ort präsent sein, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen, zu überprüfen und gegebenenfalls auch Verstöße durch Bußgeldverfahren zu ahnden. Vielen Dank. So, dann setzen wir fort mit der CDU-Fraktion. Herr Karten, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir haben ja im Herbst eine Gästeregistrierung bei Restaurants und auch im Bereich der Kultur veranlasst. Und diese Gästeregistrierung erfolgt in der Regel handschriftlich auf Papier. Und damit ist natürlich eine moderne und erfolgreiche Nachverfolgung von Kontakten nahezu unmöglich und nicht sicherzustellen. Wir fordern deshalb schon länger eine Digitalisierung dieser Gästeregistrierung und verweisen dort auf den Einsatz üblicher Softwareprodukte, die es dafür gibt, um letzten Endes diese Gästeregistrierung in der Kultur, in der Gastronomie, im Einzelhandel, bei Friseuren etc. auch durchzuführen. Dafür gibt es, wie gesagt, entsprechende Systeme im Markt und dann könnte man auch im Fall einer Nachverfolgung den Datenaustausch zwischen den Lösungen der Gästeregistrierung und der Lösung, die es im Gesundheitsamt gibt zur Gästeregistrierung, auch elektronisch abwickeln. Wir glauben, dass man jetzt die notwendigen Vorbereitungen dafür treffen muss, sowohl im Gesundheitsamt auf Seiten der Stadt, auch auf Seiten des Freistaates. Und wir glauben, dass man damit eigentlich für alle auch eine Perspektive schaffen kann. Und letzten Endes werden mit solchen elektronischen Lösungen lediglich die Daten aufgenommen in elektronischer Form, die man eben vorher handschriftlich auf Papier aufgeschrieben hat und dann weitergegeben hat. Meine Frage, die ich jetzt stellen möchte, richtet sich darauf, von Ihnen zu erfahren, gibt es da schon Entwicklungen seitens der Stadt, wird dieses Thema verfolgt? Und wenn das der Fall ist, würde mich interessieren, welchen Umsetzungsstand das Thema bereits heute vielleicht hat. Die Beantwortung der Frage übernimmt Frau Bürgermeisterin Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Kaden, für Ihre Anfrage. Auf Ebene der Stadt Dresden sind das Amt für Wirtschaftsförderung sowie das Amt für Prävention und Gesundheit in engen Austausch. Und hier wird auch eine technische Lösung gesucht, die eine einfache und gleichwohl auch schnittstellenkonforme Datenerfassung von Besucherinnen und Besuchern oder eben auch Gästen von Restaurants ermöglicht. Zielstellung ist es, ein System zu nutzen, das den Anforderungen an leichte Bedienbarkeit, Datentransparenz und Datensicherheit sowie natürlich auch dem Datenschutz entsprechend ist und eine kurzfristige digitale Übergabe der so erhobenen Daten dann auch sehr schnell an das Amt für Gesundheit und Prävention möglich ist, dass wir sicherstellen können, dass wir die Kontaktverfolgung schnellstmöglich und präzise erfüllen und damit auch das Infektionsgeschehen und die Infektionsketten gut im Griff behalten. Um diese Anforderungen übereinzubringen, laufen aktuell Gespräche
mit verschiedenen Anbietern und Anbieterinnen diesbezüglich eine Softwarelösung zu finden. Bis 14.02. haben wir mindestens Zeit. Wir wissen aber auch, dass seitens des Freistaates ebenfalls an einer Softwarelösung gearbeitet wird. Sie sehen also, dass die öffentliche Hand hier sehr bemüht ist, die Zeit genutzt hat, und ich denke, dass wir auch sehr zeitnah die entsprechenden Anbieter unter die Lösung präsentieren können. Vielen Dank. Damit wäre erstmal die Fraktionsrunde durch. Wir kämen zum Abschluss der Fragestunde zu den Fraktionslosen. Und da macht heute Herr Aschenbach die Fragestellung. Liebster Oberbürgermeister, am 15.01. durfte ich die knackige Schlagzeile »Hilbert löscht Anträge von Satiriker-Stadtrat« in der Sächsischen Zeitung lesen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende und Geschmacksexperte Krüger erklärt, die Form meiner Anträge sei einfach widerlich und unangemessen. Das hat mit Satire nichts zu tun. Viel Beifall für Herrn Krüger. Das hat mit Satire nichts zu tun, so Kunsttheoretiker Krüger weiter. Die Anträge seien im System für alle Bürger einsehbar. Das werfe ein schlechtes Licht auf die Stadt und den Stadtrat. Durch Rathaussprecher Kai Schulz lassen Sie verkünden, Herr Krüger hat natürlich recht damit, die Anträge wurden jetzt aus dem System gelöscht. Zu meinem Befremden blieben Sie mir weiterführende Informationen und eine Begründung der Verwaltung auch auf Nachfrage schuldig. Daher nun 5 Fragen bei schlechtem Licht. Erstens, wie genau wird die Lichtqualität von Anträgen gemessen? Ich bestehe auf Berücksichtigung der 116-seitigen Veröffentlichung der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft mit dem schönen Titel »Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl. Methodik zum Erfassen der Anforderungen an eine Lichtlösung und zu ihrer Bewertung zur Bestimmung ihrer Qualität.« Zweitens, sollte es sich um ein Geschmacksurteil aus konventionellen Befindlichkeiten handeln, welches zur Entscheidung, meine Anträge zu löschen, führte, dann bitte ich um eine genauere Einordnung, welche Vorlieben gerade den Verwaltungsgeschmack bilden und wessen Konventionen. Das sagt der Bürger. Facebook-User Jens Neumann kommentiert unter dem SZ-Artikel, die Anträge klingen doch ganz gut. Nutzer Jan Gebert stellt treffend fest, und er hat trotzdem seine Klientel, die ihn bewusst wiederwählen wird. Zur Erinnerung, eine Schande für die ganze Branche, so verspricht es die Partei, und 1,8% der Dresdner Wählerinnen jubelten. T-Shirt im Shop erhältlich. Drittens, bislang dachte ich ja immer, ich muss jeden Quatsch ertragen, weil ein paar fehlgeleitete Spinner diese ganzen dubiosen Typen hier gewählt haben. Hätte ich geahnt, dass der demokratische Pluralismus bei persönlichen Moralvorstellungen und individuellen Geschmacksurteilen seine Grenzen findet, hätte ich die widerlichen und unangemessenen Anträge der Christdemokraten und AfD und so weiter schon lange löschen lassen. Dieser ganze rückschrittliche menschen- und klimafeindliche Unfug ist wirklich peinlich. Also, was muss ich tun, damit ich jetzt auch mal bestimmen darf, was gelöscht wird? Viertens, viele Bürgerinnen haben sich bei mir gemeldet und wünschen sich unter anderem mehr Vaginen auf meinen Anträgen. Mögen Sie die lieber als Pimmelchen? Fünftens, wenn Herr Krüger recht hat, welches ist damit genau gemeint? Sie wissen schon, Paragraphen und so. Ich brauche offensichtlich Orientierung. Stift vergessen. Ihre Frage? Dann würden wir mal dazu schreiten, die nüchterne Antwort zu geben. Herr Dr. Lahmes, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Aschenbach, wohlwollend wie wir sind, haben wir versucht, einen Fragegehalt herauszuleiten, und deshalb stelle ich mir die Fragen dann auch selber, um sie dann zu beantworten. Also die erste und die zweite Frage fasse ich mal so zusammen. Nach welchen Kriterien beurteilt die Stadtverwaltung die Zulässigkeit und auch das Vorliegen eines Stadtverwaltungsantrages.
Oder um die Feuerzangenbowle zu zitieren, da stellen wir uns ganz dumm und fragen, was ist denn ein Antrag? Und ein beachtlicher Antrag. Und wenn Antrag drüber steht, ist das schon mal ein Anzeichen. Aber wir haben gleichwohl eine Grenze und dann auch eine Kompetenz des Oberbürgermeisters für die Zurückweisung von Anträgen, und zwar in extremen Ausnahmefällen, dann, wenn Stadtratsmitglieder ihre organschaftlichen Antragsrechte ersichtlich rechtsmissbräuchlich ausüben. Das ergibt sich aus dem auch im öffentlichen Recht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben. Turpitudinem suam allegans non auditur. Muss man nicht übersetzen. Gut. Grundsätzlich müssen wir dabei natürlich einen großzügigen Prüfungsmaßstab anlegen. Das machen wir auch. Das heißt, Überspitzungen, Unsachlichkeiten, die sind im politischen Raum eben auch mal dabei und gehören dazu. Überschritten ist die Schwelle zum Rechtsmissbrauch nach der Rechtsprechung indes, wenn ein Antrag schikanös ist oder als Medium zur Verbreitung von Anzüglichkeiten oder gar strafbaren Inhalten benutzt wird. Diesen Änderungsantrag, auf den Sie sich hier beziehen, den haben wir als eine solche Ausnahmekonstellation behandelt. Der Antrag war weder nach seiner äußeren Form noch nach seinem Inhalt auf einen sachlich diskutierbaren und auch in irgendeiner Form umsetzbaren Beschlussvorschlag gerichtet. Das ergibt sich aus der äußeren Form, zum Beispiel aus dem Stempelaufdruck Kulturhauptstadt seit 1933, Parkplätze statt Ausländer, das Überkleben eines Teiles anderer Stadträte mit handschriftlichen Zettelnotizen. Dem haben wir den Wunsch nach der Äußerung und Präsentation einer künstlerischen Arbeit entnommen, aber nicht einen ernsthaften, vielleicht auch im Zeitdruck der Sitzung rasch erstellten Antrag. Inhaltlich, ich erinnere daran, sollte nach dem Änderungsantrag der Ausschuss nicht mehr dem Oberbürgermeister, sondern der CDU Umsetzungsaufträge erteilen. Der Dresdner Stadtrat kann viel, aber das nicht. Es wurden offenkundig nicht zusammenhängende Angelegenheiten miteinander verknüpft und offenkundig nicht ernst gemeinte Vorgaben zur Kompensation wegfallender Pkw-Stellplätze unterbreitet, zum Beispiel die Abschiebung von Autofahrern. Ferner war ein sehr persönliches und auch buchstäblich unter der Gürtellinie liegendes Angebot an Herrn Zastrow enthalten, das keiner Behandlung und Beschlussfassung durch den Ausschuss zugänglich war. Das Schreiben zielte nicht auf eine inhaltliche Behandlung oder gar Lösung von Sachfragen, sondern ausschließlich darauf, eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit für die eigene Position zu einer politischen Streitfrage herzustellen und dabei die politischen Ansichten anderer Stadtratsmitglieder der Lächerlichkeit preiszugeben. Das gilt bei jeder denkbaren Interpretation des Schreibens, denn wir müssen jede denkbare Interpretation auch untersuchen und zugrunde legen. Deswegen kamen wir zu dem Ergebnis, dass es hier einen Rechtsmissbrauch des Antragsrechts gibt, somit der Antrag nicht beachtlich war und nicht als solcher zu behandeln war. Sie haben zu drittens dann meines Erachtens gefragt, was Sie tun müssen, damit Sie auch selbst bestimmen dürfen, was gelöscht wird. Der erste Schritt wäre, Oberbürgermeister zu werden. Sie müssten dann zu der entsprechenden Wahl kandidieren und diese Wahl nicht nur gewinnen, sondern dann auch noch die kommunalrechtlichen Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen. Nachzulesen in Paragraphen 49 und 31 Absatz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung. Hiervon umfasst sind beispielsweise auch die allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis. Und mit den Paragraphen, die habe ich jetzt größtenteils weggelassen,
auch im Sinne der Hörbarkeit meiner Ausführungen. Das kriegen Sie dann natürlich nochmal schriftlich und die Paragraphen können Sie dann gerne nachlesen. Insofern ist ja alles transparent, denn im Internet sind die Paragraphen ersichtlich. Vielen Dank. Da habe ich ja meine Antwort. Schöne Beschreibungen dabei. So machen wir das. So, damit wäre die Fragestunde beendet. Wir kämen als